Herzlich willkommen. Grundlos wohlfühlen können Sie natürlich nicht studieren. Ganz einfach deshalb, weil grundlos wohlfühlen und das ohne Ende völlig natürlich ist. Und etwas, was natürlich ist, können wir Menschen nicht herstellen. Wenn es nicht natürlich wäre, dann würde es gar keinen Sinn ergeben, danach zu trachten. Weil dann wäre es eins von diesen zahlreichen Konzepten, denen sie hinterherrennen und die im Endeffekt, wenn sie sie erreicht haben, ihnen auch nicht sehr viel bringen. Ohne Ende grundlos wohlfühlen hört sich für die meisten Menschen völlig absurd an, wie eine Illusion. Nur ist es das, was einfach übrig bleibt, wenn man mal bereit ist, genau hinzuschauen, wenn man mal bereit ist, alles zu hinterfragen. Ich möchte mit Ihnen eine kurze Übung machen, damit Sie merken, wovon ich spreche. Damit es nicht einfach nur etwas ist, was jetzt hier gesagt wird und was Sie dann im schlimmsten Fall einfach nur glauben, weil glauben sollen Sie mir generell gar nichts bei all dem, was ich anbiete. Sondern es geht darum, dass Sie einfach das mal merken. Diese Übung geht ganz schnell. Sie kostet nicht viel Zeit. Setzen Sie sich einfach bequem hin, jetzt schließen Sie die Augen. Und dann fragen Sie sich einfach mal, wenn noch nie jemand in Ihrem ganzen Leben, bis exakt jetzt, wenn noch nie irgendjemand irgendetwas Positives oder Negatives über Sie gesagt hätte, egal ob Eltern, ob Freunde, ob Lehrer, Geschwister, Tante, Onkel, wer auch immer. Wenn absolut noch nie jemand in ihrem Leben etwas Positives oder Negatives über sie gesagt hätte, was würde dann jetzt von ihnen übrig bleiben? Und was für ein Gefühl bleibt da übrig? Das mag für viele eine ungewohnte Frage sein. Sie können das Video anhalten, zurückspulen und machen Sie diese Übung ruhig 3, 4, 5 Mal und schauen Sie, was dort übrig bleibt. Und dann verstehen Sie auch, dass man nicht verstehen kann, ohne Ende grundlos wohlfühlen. Man kann es nicht verstehen im Endeffekt. Und man kann es auch nicht erreichen, man kann es nicht hinkriegen. Nur wenn Sie bereit sind, mit mir gemeinsam hinzuschauen, dann werden Sie merken, dass das vollkommen natürlich ist und einfach immer hier ist. Dass es immer hier ist, das ist Wohlgefühl. Und dass wir Menschen das uns nur kaputt machen, dadurch, dass wir das glauben, was andere Menschen uns an Plus und Minus zugesprochen haben. Was bei genauer Betrachtung wirklich völlig deppert ist. Weil dadurch, dass Ihnen irgendjemand irgendwas Positives oder Negatives zuspricht, werden Sie nicht zu dem. Kein Ding, keine Situation, keine Sache, kein Mensch, kein Tier wird zu irgendwas Positivem oder Negativem, bloß weil wir Menschen ihm das zusprechen. Nur wir glauben kollektiv diesen Mist. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein illusionärer Kram, den wir alle glauben zu sein. Diese Persönlichkeit, die nichts anderes ist wie eine Ansammlung von positiven und negativen Dingen, die uns irgendwelche Leute zugesprochen haben, existiert bei genauer Betrachtung gar nicht. Und diese ganze Glauberei zu durchschauen, das können Sie studieren. Und wenn diese Glauberei und der Glauberei zu wissen, was an uns positiv und negativ ist und was generell positiv und negativ alles angeblich sein soll, je mehr das zusammenfällt, desto mehr bleibt einfach das übrig, was Sie in der Übung vielleicht jetzt schon in der ganz kurzen Zeit gemerkt haben. Und das kann man studieren. Das geht nicht von heute auf morgen, weil Sie so gewöhnt sind, als diese Persönlichkeit in dieser Glaubenshypnose zu denken, zu fühlen und auch zu handeln. Das dauert einfach einen kleinen Moment bei den allermeisten. Das macht aber auch nichts.
Nur im Rahmen dieses einjährigen Online-Studiums werden Sie merken, wie diese Glauberei immer schwächer wird und schwächer wird und schwächer wird und immer mehr in sich zusammenfällt und immer mehr das übrig bleibt, was ganz natürlich immer hier ist. Vielen Dank.